So, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Drakensang. Es tut mir sehr leid, ich bin ein wenig angeschlagen. Weiß nicht warum, es ist einfach, ich weiß es wirklich nicht, warum ich angeschlagen bin. Da hinten hüpfen wieder ein paar Kerle rum. Ja, wir haben jetzt hier diesen komischen Frosch da eingesteckt gehabt und wir waren auch schon weiter, das habe ich noch im Kopf. Wir waren hier hinten und haben uns da ein bisschen, uns um die Leute gekümmert, aber wir haben ja hier bei dem verkackt. Ne? Ich kann auch einfach, wie wäre es denn mal, Olana, einfach mal auf den da, Flatte, ja. Ich versuche mein Bestes. Ja, das war mir klar. Für Ardor. So. Also das gleiche wie immer. So, Donnerkeil da hinten hin. So, sehr schön. Hat alles super funktioniert, so wie ich es mir gedacht habe. Ja, es kann sein, dass ich auch ein bisschen husten muss zwischendrin. Ich versuche das immer, mich wegzudrehen. Aber wieso steht der im Baum drin? Der Baum hat eine riesengroße Hitbox. Also, er hat eigentlich eine kleine Hitbox. Aber er ist groß. Das ist das Problem. Also, für den Cursor ist die Hitbox natürlich... Okay. Ja, ein bisschen merkwürdig. Ah, der hat noch seine Original-Hitbox, die er vorher auch hatte. Okay. Naja, dann nehmen wir den Kerl mal hier ab, was sie haben. Kurzschwert und Geld. Kurzschwert und Geld. Ach, der Sack hängt, der liegt ja jetzt da drin. Ah, hier. Perfekt. Heller und Schleifstein. Und du bist Rulana. Da ist aber noch einer. Ich wusste auch, es waren noch mehr. Es waren 4 Stück. Goldkette. Oh Gott. So. So. Da hinten, da ging es ja ein Epsal. Da ist die Burg. Da hinten geht's nicht weiter. Also hier geht's ja dann runter, glaube ich. Und da kann man... Ja, genau, da ist der Fluss. Da kann man auch nicht runter. Das ist so typisch Drakensang. Natürlich kann man hier nicht runter. Es ist zu steil oder keine Ahnung warum. Nee, man kommt auch generell nicht runter. Das ist sehr schade. Das wäre aber cool. Na gut, dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Ich habe mir nichts zum Reden überlegt. Das liegt daran, dass ich relativ spontan aufnehme. Ich wollte eigentlich nicht aufnehmen, weil ich ja ein bisschen angeschlagen bin. Aber ich habe keine Aufnahmen mehr. Das heißt, heute ist der Montag, an dem die letzte Folge hochgegangen ist, müsste. Ich habe keine Ahnung, welche Folge das ist. 75 oder sowas. Ah, das sind Wölfe. Kann man dann den trainieren? Ich weiß es nicht. Ja, kann man. Die haben nicht so viel Leben. Nee, was ich eigentlich meinte, war, kurz mal ein bisschen rumkloppen hier, so, zack, alle zuteilen. Du könntest dich auch mal heilen. Hallo? Charakterbogen? Ja. Wollte gerade nicht. Nee, ich, nehme wirklich sehr spontan auf. Ah, der wollte erst zuschlagen, bevor er heilt. Ah, nee, jetzt heilt er. Hä? Ah, okay. Cool. Hat funktioniert. Machen kaputt. Sehr schön. Sehr schön. Warum die Viecher keine Erfahrungspunkte bringen, finde ich, frage ich mich. Also eigentlich wäre es realistischer, wenn sie bringen würden. Aber sie tun es ja nicht. Ups, nee, du bist... Na, egal jetzt. Du bist unser Wolf. Geschworener Wolf. So, du auch. Du. Ich speichere mal hier. Weil ich nicht mehr genau weiß, wie gefährlich das jetzt hier wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier lang müssen. Und dann da hinten hoch.
Kommt ihr mal alle mit, Kerle? Ja, sind auch eigentlich alle relativ gesund. Das freut mich natürlich. Was haben wir denn hier? Bannstrahler. Also, das sind die Kollegen von eben nochmal. Ja, genau, hier war auch dieses komische Zelldingens. So. Das ist die Frage, die rennen da jetzt alle hoch. Da ist. Ah, das sind Bannstrahler. Okay, dann gehen wir mal zu denen darüber. Sehr schön. Dann kriegst du ja den Donnerteil. Vor Grimm, du rennst auch mal auf den. Amazone voraus. Ja, mach mal einen Sniper nach da hinten. Und du rennst auch mal nach da hinten. Ja. Oh cool, mitten im Laufen erwischt. Das ist ja sehr. Ah, jetzt rennt er bis zu dem anderen. Ah, hier, Armbrustschütze. Wie viel hat denn der eigentlich? Der hat nur 25, ne? Die haben mehr. Ah, Erfahrung erhalten. Ja, die bringen. Ah, nicht getroffen. Hauptsache beide treffen nicht. Die sind echt gut. Die haben eine gute Paradepunktezahl. Beziehungsweise ich habe wahrscheinlich eine beschissene Paradepunktezahl. Ich hoffe auch, dass ich laut genug bin. Ich weiß es nicht gerade genau. Oh, da war ein Bluteffekt. Habe ich noch nie gesehen. Oh, 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 oh. Goldring. Finde ich auch cool, dass die alle hier ihr Geld mit sich rumschleppen. Das sind ja eigentlich nur arme Schlucker. Das sind ja Soldaten, also nicht mal Soldaten. Das sind ja Söldner. Da gibt es ja Unterschied zwischen Söldnern und Soldaten. Das sollte man wissen. Also, früher war es nicht so. Früher war Söldner gleich Soldat, das stimmt. Aber, nee, du. Wo rennt der hin? Als rennen die alle nach da hinten. Ach so, okay. Nee, Söldner. Ah, nein, 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 der rennt zu seinem Lager zurück. Nein, bleib doch mal hier. Kerle. Ah, da ist der Hexenbaum. Ja, bleibt mal alle hier. Wir müssen uns jetzt um diesen Hexenbaum kümmern. Problem ist, der Wolf hält nicht mehr so lange. Eine Minute hält er noch. Wir kämpfen da schon wieder. Ah, der Wolf. Hinten hängt ein Bannstrahler rum. Egal, den können wir jetzt hier nochmal zerlegen, ja. Achso, das war ja Bogen. Armbrust. Ich finde das cool, die freuen sich wegen, weil sie einen gekillt haben. Das ist, ja. Ich glaube, wir kümmern uns jetzt mal um den letzten Hexenbaum. Dafür speichere ich trotzdem hier nochmal. Weil ich will sicher gehen, dass wir. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen werden. Aber doch, uns geht's allen gut. Außer dem Wolf. Wobei, der hält noch eine knappe Minute. Ich habe ja hier gespeichert. Vielleicht können wir nochmal nach. Entschuldigung. Nach da hinten zu den netten Kämpferchen rennen. Wie viel waren das nochmal? Eins, zwei. Das sind drei. Das sind zwei. Okay, sind in der Überzahl. Aber relativ knapp. So, dann kommt mal alle her. Gute Entscheidung. Rolana, mach mal den ersten Zug. So, zack. Und du machst einen Zauber. Ja, genau. Ja, okay. Okay, okay. Das ist kein Problem. Ich versuche mein Bestes. Vorgrimm. Ja gut, den Wolf kann ich ja nicht überreden, irgendwas zu machen. Rulana. Komm, helf doch mal der. Gwendala heißt sie, genau. Eben hatte ich einen Buchstabendreher im Kopf. Ja, du kämpfst hier gegen die beiden Kollegen. Okay. Vorgrimm ist bereits verwundet, das ist nicht gut. Für Pardon. Okay, der Wolf ist tot. Ja. Hast du einen Gegner? Ja, hast du. Okay, okay, okay. Dann mach den mal weg. Oh, shit. Ein Zwerg. Ja, das war mein Problem. Damit habe ich gerechnet.
Die sind stärker, als sie aussehen. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, das ist gut. Dann nimm mal den da hinten. Was mit Vorgrim? Wen greift der denn an? Greifst den hier an, ne? Sehr schön. Ja. Ah, cool. Sehr gut. Oh, scheiße. Vorgrim ist auch down. Okay, da musst du zuerst... Normalerweise macht man immer den mit dem meisten Leben zuerst platt. Alle mal was mit Rolana? Die hat keine Gegner vor sich. Das ist ganz praktisch. Zur Not kann ich mit ihr wegrennen. Okay, inzwischen sind sie alle angeschlagen, weil der teilt ja schon ganz ordentlich aus hier, der Max. Also er hatte, bis eben. Ja, jetzt heißt es wegrennen. Aus dem Trigger raus. Wobei sich mir natürlich die Frage stellt. Shit, der ist so noch. Okay, das ist... Okay, das ist praktisch. Okay, dann steht mal alle wieder auf, Kollegen. Und heilt euch alle erstmal schön, dann geht's euch schnell besser. Ich versuche mein Bestes. Du auch. So. Vielleicht sollten wir sie mal ein bisschen mit irgendwas ausstatten. Sie hat ja nichts an. Also sie hat schon was an, klar. Wenn sie nichts an hätte, sähe sie so aus. Aber was ist denn mit der Magierrobe? Was bringst du? Kann ich dir nicht die Magierrobe anziehen? Wenn ich dir die Magierrobe anziehe, dann bringt die mehr Rüstungspunkte. Das sollte man vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Du kannst auch die Kette anziehen, wenn du lustig bist. Und du kannst auch... Ich hatte auch eben gerade einen Ring gefunden. Wer hatte den Ring? Okay, also die Pfeile kommen erstmal hier zu... Rolana? Hast du noch Pfeile? Da hast du auf jeden Fall einen Ring, weil... Ringe im Inventar zu haben, stören nur. Okay. Ich versuche mal vergammelten Apfel da drin. Kann von dieser Rasse nicht getragen werden, aber vielleicht von dieser hier. Ja, passt sogar dann dazu. Sprich. Totale Entartung eigentlich für so eine... Mein Atem geht hoch. So eine Elfe. Naja. Sieht ja keiner, ne? Wir sind ja hier unter uns. Im Internet. Sieht ja keiner. Wenn ich hier irgendwelche Elfen entarte. Oh, Ulmholz ohne Ende. So. Ja, genau. Jetzt benutzt ihr ja sowieso alle erstmal die... Immer die ineinander stehenden Charaktere. Das ist schlimm. Okay. Vorgrim ist misslungen. Ich kann auch mal schauen, ob ich skillen kann. Vielleicht kann ich ja hier bei ihm ein bisschen noch auf Heilkunde Wunden skillen. Ja, sogar ein bisschen ging noch. Hm. Zwergennase. Weil das ist die einzige Fähigkeit, die er... Ich sag das jedes Mal wieder, wenn ich darauf skille, aber das ist die einzige Fähigkeit, die er selbst hat. Wo er auch in der Lage ist, sie einzusetzen, weil er ist ja ein Zwerg. Er ist von Natur aus. Ups, nee, du sollst auch aggressiv bleiben. Und du kriegst mehr Lebenspunkte. Und du kriegst... Okay. Kunde Wundenmax, Magiekunde. Nee, das muss reichen. Was haben wir hier? Schwerter ist Max, gut. Ja, muss reichen. So, Vorgrim, du... Habe ich dir nicht schon, wahrscheinlich nicht. Okay, nochmal. Ich will auch, dass die letzten beiden Wunden weggehen. Jetzt strenge ich nochmal richtig an. Das ist jetzt Knochenarbeit, ich weiß, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber... Ey, jetzt willst du mich verarschen, du sollst dich heilen, Mann. Kerl. Schnell ein Stückchen getrunken. Zum Wohle meiner Stimme. So, ja... Ja. Aufgepasst. Ich will eure letzten Wunden weghaben. Ihr stört euch damit nur. Ihr macht euch damit nur schwächer. So können wir keine Kämpfe gewinnen. Ja!
Sehr schön. Jetzt renne ich natürlich auch noch mit Vorgrim vor. Das war natürlich nicht so intelligent. Ich weiß, dass es intellektuell heißt oder intelligent oder keine Ahnung was, aber der Witz wird nie alt. Ja, ich glaube, die müssen sich einen Ticken schneller heilen. Ja. Ich renne jetzt noch bis hier hin. Jetzt sind es ja auch nur noch 2 oder 3, ne? 3 sind es.